Vielleicht noch vorweg das Ergebnis des Finals der Gruppengymnastik mit den 6 Bändern. Dort siegte etwas überraschend Spanien vor Russland auf Platz 3 Deutschland. Die russischen Mädchen hatten im Gegensatz zu ihrer gestrigen Vorstellung leider gepatzt am Nachmittag. Wir hoffen, dass sie im Finale mit den 3 Seilen und den 3 Bällen dann etwas besser drauf sind als vorher. Also, es geht los mit Ungarn. Vornote aus dem gestrigen Zweikampf 18,90. Dies gilt noch für die Gruppengymnastik. In der Einzelgymnastik sind die sogenannten Vornoten abgeschafft. Genug der Vorrede. Das Wort zu den technischen Details, zu den Anforderungen hat nun Karin Ludwig. Ja, grundsätzlich gelten die gleichen Kriterien wie bei den Einzelgymnastinnen, was die Körper- und Geräteelemente anbelangt. Und spezifisch für die Gruppe ist jetzt, dass eine Harmonie und eine Zusammenarbeit entwickelt wird. Es sollen also keine 4 Einzelübungen sein. Wichtig sind dann da die Formationen. Es müssen also mindestens 6 verschiedene Formationen gezeigt werden. Und jegliche Formation sollte nicht zu lange eingenommen werden, sonst gibt es Abzug. Die ganze Fläche soll ausgenutzt werden. Und das ist, wenn man hier die Totale sieht, die äußere Umrandung. Ja. Die innere Umrandung ist für die Einzelgymnastin. Ja. Die innere Umrandung sind 12 mal 12 Meter, die äußere 13 mal 13. Das ist ein sogenannter Wechsel. Und da er über 6 Meter geht, ist es eine Höchstschwierigkeit. Während die Einzelübungen 60 bis 90 Sekunden dauern, haben wir hier beim Gruppenvortrag eine Länge von 2 Minuten bis maximal 2,30. Mhm. So eine Übung soll als harmonisches Ganzes natürlich gelten. Wenn es klappt, ist es davon ist auszugehen. Also dass es zumindest als Ganzes wirkt. Yeah. Ob es harmonisch wirkt, das wird ja dann auch bewertet in der B-Note. Ja. Also hier 2 Wertungen auch für die A-Note. Auf 10 gewertet, die B-Note auch, Höchstnote 10. Gesamtnote für eine Übung, also maximal 20 Punkte. Ein bisschen kompliziert, weil dann noch die Vornote aus dem gestrigen Zweikampf dazukommt. Dies also die Gruppe aus Ungarn. Dann wird ordentlich abmarschiert. Aber nicht im Stechschritt. Nee, nee.